So langsam fühle ich mich wie zu Hause. Ja. Gut, ich mach mich wieder auf den Weg. Tschüssi. Na schön, wir sehen uns. Au revoir, Monsieur. So. Gehen wir mal wieder. Und jetzt reden wir mal mit diesem komischen Schlangenbeschwörer hier. Ein hagerer alter Mann. Er sitzt vor einem kleinen Bastkorb, in dem eine Schlange liegt. Oh, reden wir doch mal mit dem. Guten Tag, darf ich kurz stören? Ein Tourist? Assalamu alaikum. Bist du an einer Demonstration meiner Künste interessiert? Eigentlich habe ich keine Zeit, aber vielleicht sollte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Schau genau zu. Eine gelungene Vorstellung. Du siehst mich schwer beeindruckt. Danke, Sidi. Die Musik ist so wunderschön. Was du da eben auf deiner Flöte gespielt hast, war wunderschön. Danke, mein Freund. Leider wissen das hier nicht alle zu schätzen. Wie meinst du das? Vor kurzem hat man mich vom Bazar vertrieben. Ich darf dort nicht mehr spielen, weil die Händler mir vorwerfen, dass meine Musik die Kunden vergrault. Dabei ist diese Flöte etwas ganz Besonderes. Sie ist bereits seit über 100 Jahren im Besitz meiner Familie und bringt ganz außergewöhnliche Töne hervor. Meine Vorfahren waren Nomaden und haben mit dieser Flöte Musik für ihre Kamelherden gespielt. Wie bitte? Für ihre Kamelherden? Du hast ganz richtig gehört. Wisse, dass Kamele sehr sensible Geschöpfe sind, die ihren Herren stets treue Dienste leisten. Für die Nomaden ist das Kamel in der Wüste überlebenswichtig. Daher besteht zwischen einem Tier und seinem Besitzer eine einzigartige Verbindung, die man am besten mit Musik zum Ausdruck bringen kann. Die Kamele spüren die Wärme und Dankbarkeit, die man durch den Klang dieser Flöte ausdrücken kann, und sie werden davon regelrecht angezogen. Ganz anders als diese ignoranten und seelenlosen Händler hier in der Stadt. Diese Banausen erkennen gute Musik doch gar nicht mehr. Ganz im Gegensatz zu dir, mein Freund. Und den Kamelen natürlich. Wegen dieser Flöte da. Die Geschichte, die du mir über deine Flöte erzählt hast, lässt mich nicht mehr los. Kein Wunder, Sidi. Diese Flöte ist ja auch etwas ganz Besonderes. Und es stimmt wirklich, dass die Musik dieser Flöte bei Kamelen eine ganz spezielle Wirkung hat? Allah ist mein Zeuge. Ob ich dich wohl zu einer kurzen Demonstration überreden kann? Nichts für ungut, Sidi. Aber um ein Kamel zu finden, müssten wir wohl die Stadt verlassen. Und meine Beine lassen mich in letzter Zeit immer häufiger im Stich. Wenn dich das Ganze so sehr interessiert, dann borge ich dir die Flöte gerne. Du kannst es selbst probieren. Das wäre einfach großartig. Nicht so schnell, Sidi. Ein altes Sprichwort besagt, gib, dann wird dir gegeben. Wenn ich dir meine Flöte leihe, muss ich Pause machen. Und wenn ich Pause mache, dann meldet sich mein Durst. Schon verstanden. Ja, mein Durst meldet sich auch gerade bei mir. Ja, das hat er ja gesagt. Und wie funktioniert denn das mit der Schlangenbeschwörung? Ich wollte schon immer wissen, wie man Schlangen diese Tricks beibringt. Ich meine, wie lange braucht so eine Kobra im Durchschnitt, bis sie gelernt hat, sich derart exakt im Rhythmus der Musik zu bewegen? Nun, ich will ehrlich sein, Fremder. Wie die meisten Schlangen ist auch meine Kobra komplett taub. Sie hört die Töne gar nicht und folgt lediglich den Bewegungen meiner Hände. Die Musik sorgt aber für die richtige Atmosphäre bei den Zuschauern. Und wieder was gelernt. Schön, ich gehe dann mal wieder. Ade. Ich gehe dann mal wieder meiner Wege. Salam, Fremder. Jetzt sind wir hier auf dem Bazar. Wir haben hier einen Hütchenspieler, wir haben einen Gemüsehelder, eine Töpferei und einen Textilhändler. Ich gehe mal zum Gemüsehändler, schau mir den Stand erstmal an. Allerlei exotisches Obst und Gemüse. Kann ich was machen für dich? Sei gegrüßt, Fremder. Bei mir gibt es die frischesten und saftigsten Früchte weit und breit. In der Tat, dein Angebot kann sich wirklich sehen lassen. Kannst du mir was Besonderes empfehlen? Kannst du mir irgendwas Besonderes empfehlen? Diese saftigen Feigen habe ich eben erst bekommen und die Datteln sind auch ganz frisch. Oh, nein, danke. Ist beides nicht so ganz mein Fall. Was kosten so deine Früchte? Was kosten denn zum Beispiel diese Orangen hier? 10 Franc das Pfund. Potztausend, ein stolzer Preis. Und die Ananas dort? 8 Franc das Stück.
Meine Güte. Wie lange muss ich denn handeln, um auf einen erschwinglichen Preis zu kommen? Ich habe da leider keinen Spielraum nach unten. Die Früchte, die ich hier verkaufe, wachsen nicht in unserer Gegend. Sie werden auf langen Karawanenrouten von der Küste hierher gebracht. Das treibt die Preise natürlich nach oben, wie du dir denken kannst. Wenn du nicht so gut bei Kasse bist, dann komm doch heute Abend wieder. Bevor ich meinen Laden schließe, verkaufe ich die alten Früchte zum halben Preis. Bis zum Abend wollte ich eigentlich nicht in der Stadt bleiben. Dann tut es mir leid. Ich hab nun mal nichts zu verschenken. Tja, wer hat das schon? Das bekomme ich hier noch so für 5 Francs. Was bekomme ich bei dir für 5 Francs? 5 Francs sind heutzutage leider nicht so viel. Wie wäre es mit deiner halben Melone? Sie ist zwar von gestern, aber dafür kann ich dir mit dem Preis entgegenkommen. Oder möchtest du vielleicht ein paar von den ebenfalls nicht mehr ganz taufrischen Paprikaschoten? Ich nehme mal die halbe Melone. Ich nehme die halbe Melone. Hier, bitteschön. Dankeschön. Bis später. Danke. Im Moment bin ich wunschlos glücklich. Salam, besuch mich doch bei Gelegenheit mal wieder. Gut. Können wir theoretisch so mal die halbe Melone hier mit der Kurbelstange aushöhlen? Habe ich bereits erwähnt, dass ich Melonen hasse? Als Kind wäre ich fast mal an einem dieser fiesen Kerne erstickt. Und damit das nicht nochmal passiert, habe ich jetzt das komplette Fruchtfleisch samt Kernen mit der Stange aus der Schale entfernt. Gut, was gibt Färberei? Gehen wir doch auch mal rein. Hallo! Melonenschale und... Nee, Quatsch. Farbwanne. In den Bottichen sind Flüssigkeiten in allen möglichen Farben. Was gibt's hier? Bottich mit klarem Wasser? Darin ist sauberes Wasser. Das nehmen wir mal mit der Melonenschale raus. Ich frag besser erst um Erlaubnis. Ja, Entschuldigung, darf ich einen Schluck von diesem Wasser hier haben? In dieser Gegend ist sauberes Wasser von unschätzbarem Wert, musst du wissen. Aber einen Schluck kann ich wohl entbehren. Besten Dank. Gut, mit dir spreche ich jetzt auch gleich noch. Hallo, darf ich kurz stören? Willkommen in meiner Färberei. Was führt dich hierher? Wie werden diese leuchtenden Farben hergestellt? Wie werden denn diese leuchtenden Farben hergestellt? Das sind alles Naturfarben, die wir unter anderem aus Pflanzen, Früchten oder Mineralien gewinnen. Zum Beispiel wird das Rot dort aus eisenhaltigem Ton und das Grün hier aus verschiedenen Flechten hergestellt. Für manche Farben verwendet man auch tierische Bestandteile. So sind viele Blattlaus- und Schneckenarten sehr gute Farbstofflieferanten. Das Purpur dort stammt aus dem Drüsensekret einer Schnecke. Wolle nimmt diese Färbung besonders gut an und ich habe schon so manche prächtige, amethystfarbene Decke damit hergestellt. Nett. Dann kuschelt man sich also nachts in von Schneckenausscheidungen gefärbte Bettwäsche. Wenn du es so siehst, ja. Cool. Was färbst du denn so hier? Was färbst du denn hier genau? Tücher und Kleider, Stoffe, Wolle, Felle, Leder, einfach alles. Cool. Ich geh dann mal. Ich hab noch was anderes zu erledigen. Salam. Salam. So, jetzt wo wir unser Wasser haben, gehen wir gleich mal zu unserem Schlangenbeschwörer und geben ihm das Wasser in der Melonenschale. Ich habe etwas Wasser aufgetrieben, konnte aber leider kein passenderes Gefäß finden. Das ist kein Problem für mich. Vielen Dank, Sidi. Hier, nimm die Flöte und überzeug dich selbst von ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten. Danke, ich bin sehr gespannt. Aber vergiss nicht, sie zurückzubringen. Versprochen. Gut, tschüssi. Jetzt gehen wir mal wieder zur Gendarmerie und lassen uns diesen Antrag ausfüllen. So, hier mal rein. Und wir geben dem jetzt mal den Antrag. Guten Tag. Was wollen Sie denn jetzt? Können Sie mir diesen Antrag abstempeln? Es geht um Folgendes. Ich kenne Professor Hayes ja schon sehr lange und weiß, dass er an einer Herzkrankheit leidet. Auf mich macht er aber einen sehr gesunden Eindruck. Nun ja, wenn er regelmäßig seine Medikamente einnimmt, geht's ihm auch gut. Doch genau das ist der Punkt. Ich möchte diese Herztropfen aus seinem Laden holen. Leider verweigert man mir aber ohne offizielle Genehmigung die Herausgabe, da ja alles gepfändet wurde. Wären Sie also so freundlich, mir dieses Antragsformular abzustempeln? Pardon, wissen Sie,
diesen Antrag, also das kann ich leider nicht entscheiden. Aber Sie müssen doch lediglich Ihren Stempel hier drunter setzen. Haben Sie doch ein Einsehen. Der Mann braucht seine Medizin. Ich verstehe Ihr Problem, Monsieur, aber hier rumzuschreien hilft Ihnen auch nicht weiter. Wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen an den Leiter des Departements oder an den Richter. Beide sind morgen wieder in der Stadt. Na prächtig. Ist das Ihr letztes Wort? Ja, Monsieur. Wie Sie sehen, habe ich zu arbeiten. Entschuldigen Sie mich, s'il vous plaît. Ach, leck mich doch. Ja, das hilft wohl das nichts bei dem Hartnäckigen. Wenigstens im Moment. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, Monsieur. Ich dir nicht. Tschüss. Ja, Gefängniszelle und ja, hier wäre der Stempel, den bräuchten wir. Aber da wir den nicht bekommen, müssen wir wohl irgendwas hier machen. Am besten mit seinem Auto. Was ihn aber sicher nicht sonderlich freuen wird. Ja, diesen Gutschein kann ich bei Jamil, dem Juwelier, einlösen und damit ein Schmuckstück reparieren oder polieren lassen. Geil. Hier haben wir unseren Antrag. Der Gendarme will mir den Antrag nicht abstempeln, weil er dazu angeblich nicht befugt ist. Dabei braucht Professor Hayes seine Herztropfen dringend. Ich muss die Angelegenheit also mal wieder selbst in die Hand nehmen. Gut, mit dem Auto können wir da irgendwas machen. Am liebsten würde ich mich jetzt am Wagen dieses affektierten Schnösels abreagieren. Aber wenn man mich dabei erwischt, lande ich womöglich in der Nachbarzelle von Hayes und meine Suche nach Richard wäre vorbei. Und wenn wir die Kurbelstange mit dem Auto... Muss ich denn erst seine geliebte Karre zerlegen, damit dieser Lackaffe seinen fetten Bürokratenarsch hochbekommt? Vom Grundgedanken gar keine so schlechte Idee. Aber etwas subtiler sollte die mutwillige Zerstörung dann doch sein. Cool. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch zum Bazar, weil hier gibt's ja soweit nichts mehr. Kurbelhalterung. Die Metallhalterung wird durch die pralle Sonne ordentlich aufgeheizt. Gutschein plus Kurbelhalterung, Kurbelstange plus Kurbelhalterung bringt wahrscheinlich nichts. Okay, damit kann ich jetzt gerade nichts machen, also zum Bazar. Was haben wir hier noch? Eine Töpferei. Hier kann man Tongeschirr und Töpfe kaufen. Und wenn wir da hingehen? Es ist kein Händler in diesem Geschäft zu sehen. Und leider auch nichts, was ich im Moment gebrauchen könnte. Weil du das von hier auch so gut sehen kannst. Und der Textilhändler? Hier gibt's landestypische Kleidung. Cool. Kann ich mit ihm reden? Assalamu alaikum, mein Freund. Komm und schau dir meine Waren aus der Nähe an. Diesseits des Atlas wirst du nirgendwo bessere Stoffe finden. Was hast du denn anzubieten? Du bekommst bei mir perfekt geschneiderte Djellabas. Ich habe fast alle Größen und viele Farben vorrätig. Djellabas? Das sind die traditionellen Gewänder der Berber, die du hier vor dir siehst, mein Freund. Djellabas trägt man überall in Nordafrika. Gut zu wissen. Okay, was kostet denn eine Djellaba? Was kostet so eine Djellaba? Über den Preis reden wir später, mein Freund. Studiere mein reichhaltiges Angebot doch erst einmal genauer. Fühle die Struktur der Stoffe und probier vielleicht auch etwas an. Erst dann erkennst du, welch außergewöhnliche Qualität ich hier feilbiete. Also was soll es jetzt kosten? Versteh das bitte nicht falsch, aber im Moment interessiert mich der Preis etwas mehr als die Qualität des Stoffes. Nun, bevor ich dir einen Preis nenne, solltest du wissen, Blablabla. Ja, das erwähntest du bereits. Was soll eine Djellaba denn nun kosten? Ich sehe, du bist kein Freund langer Diskussionen, sondern ein Mann der Tat. Das gefällt mir, denn dies gilt auch für mich. Statt lange um den heißen Brei herumzureden, wollen wir Entscheidungen treffen. Genau für diese Kundschaft fertige ich meine Kleidungsstücke an. Fresse. Männer mit Charakter, voller Entschlossenheit.